Wunderschönen Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen in Beaver Sanctuary in Ragnarok auf unserem Ark-Server. Und es gibt wieder ein weiteres Tame-Video, denn hier im Beaver Sanctuary, das hat nicht den Namen ohne Grund, hier gibt es Kasteroides und das sind die Riesenbeaver. Ihr seht schon, überall hier die Dämme gebaut. Und da wollen wir uns auf jeden Fall ein oder zwei mitnehmen. Einen kann ich mit dem Agi tragen, den einen müsste ich dann warten lassen und nochmal mitholen, weil bis zur Base ist ein bisschen Fliegerei, aber das ist alles im Bereich des Möglichen, weil es hier auch ein paar Felsen gibt, wo man die schön aufstellt. Jetzt gucken wir erstmal um, ich will keinen so hochleveligen, denn ich habe keinen Kippel. Man braucht nämlich hierfür das Galliminimu, ach Alter, jetzt, oh, Knoten in der Zunge, verdammte Kacke. Galliminimus-Eck. So. Ja, dieser straußähnliche Dinosaurier. Dessen Ei braucht man, das habe ich nicht. Ich bin da zwar auch schon stundenlang hinter einem hergeflogen. Nee, Quatsch, das ist übertrieben. Aber ich bin auch schon in den Gebieten rumgeflogen, wo es die gibt. Und die haben einfach keine Eier gelegt. Müsste ich selber zähmen, aber das dauert auch lange. Und ja, da kann ich auch gleich einen Biber zähmen. Und das machen wir auch. Also mit Gemüse. Und beim Biber ist das Problem, ist sehr stressig, werdet ihr gleich sehen. Der Balken, der fällt sehr schnell runter. Also dieser Zähnbalken. Der Bewusstlosigkeitsbalken. Also die wollen wach werden, die wehren sich gegen die Narkose. Und deswegen macht das Ganze hier wirklich richtig Stress. Und das werdet ihr gleich in den Bildern sehen. Nachdem wir in der ersten Folge den Dödikurus gezähmt haben und jetzt in der letzten Folge Aratina, haben wir ja schon richtig gute Nutztiere. Aratina für Zement, Dödikurus für Stein und Obsidian. Ich habe auch schon Ankylo, wird aber danach kommen erst das Video, weil ich hatte schon Ankylo, jetzt haben wir noch zwei weitere. Und das Video wird danach kommen. Und ja, mit dem Biber haben wir dann alle Ressourcen Dinosaurier erstmal abgegraben. Es gibt natürlich noch mehrere. Aber zumindest mal für die Ressourcen, die wir unbedingt brauchen. Wir brauchen auch noch einen für Fasern und für Stroh. Das werde ich euch auch noch zeigen, welche dafür gut sind. Aber hier, die wichtigsten haben wir schon mal. Weil das wäre jetzt Holz. Der Ankylo macht Feuerstein und Metall. Und der Biber macht eben Holz. Und mit dem Dödikurus haben wir eben Steine und Obsidian und mit der Schnecke haben wir Zement und organische Polymere. Also das ist alles, was man eigentlich am Anfang mal braucht. So, aber genug gelabert. Ich lasse euch jetzt mit den Bildern allein und dann geht's los. Noch etwas wollte ich sagen zu der ganzen Aktion. Biber sind nicht ungefährlich, vor allem hier nicht am Beaver Sanctuary, weil dich da ganze Gruppen angreifen zum Teil, wenn du Pech hast, wenn du hier das Zement, du kannst aus dem Biberdämmen ja Zement, Holz und so weiter rausholen, Klauen und Siliziumperlen, und die machen schon einen richtigen Damage, also die sind nicht ohne, das werdet ihr nachher auch noch sehen, vor allem wenn sie in der Gruppe kommen. Und deswegen würde ich raten, hier ein bisschen hoch, wo sie nicht hochkommen, das reicht hier sogar schon, hier kommt er nicht hoch anscheinend, oder? Doch, er kommt, okay, dann fliegen wir eben da oben hoch, da kommen sie nicht hoch. Und das ist eben ein Punkt, ihr habt auch eben die Koordinaten auf dem GPS gesehen, also falls ihr selbst Ragnarok spielt und diesen Spot finden wollt, könnt ihr euch natürlich gerne an den Koordinaten orientieren. So, und jetzt geht's los. Hier oben sind wir sicher, können sie betäuben. Das ist natürlich sehr prickelnd. Und ich lasse euch jetzt erstmal mit den Bildern allein und dann hören wir uns gleich wieder. Viel Spaß! Across this universe, she lives another day.
So, jetzt habt ihr gesehen, die Biber liegen. Jetzt hole ich das Gemüse aus dem Agi. Ich wollte eigentlich ein Schutzhäuschen um die rumbauen, aber das hat nicht funktioniert. Ich konnte hier keine Strukturen bauen in dieser Gegend. Keine Ahnung, warum und woran das liegt. Weiß ich nicht. Es geht eigentlich. Also zumindest mal vielleicht gerade nicht an diesem Spot. Tja, dann müssen wir es eben ohne machen. Dann müssen wir eben mit dem Agi aufpassen und die Biber auch noch verteidigen. Das wird halt stressig, weil, wie gesagt, es ist eben... Die Biber versuchen sich dem Schlaf zu entreißen. Ständig muss man Narkos nachfüllen und gucken und hin und her. Vor allem, wenn man mehrere da liegen hat. Das ist halt schon heftig. Ja, wollte ich nochmal probieren. Geht nicht. Habt ihr jetzt gerade nochmal gesehen. So, jetzt packen wir dem die Narkos rein. Und der braucht wirklich viel. Ihr seht, wie viel der jetzt schon runter ist. Ne? In kurzer Zeit. Das ist krass hier. Noch mehr. Das ist übel. Also wirklich, das ist echt übel. Ja. Muss man nicht unbedingt haben, dass sie so tief runterfallen. Und da oben, der ist auch noch recht hochrangig. Der ist mir eigentlich schon zu hoch. Aber ich hätte gerne auch einen Menschen und ein Weibchen, weil sie dann Gruppenbonus kriegen und falls sie in den Kampf verwickelt werden, nochmal stärker sind. Und ich möchte nicht unbedingt einen Biber verlieren, weil es ist echt ein Aufwand, die zu zähmen. Das ist Stress. Und ja, ich ziehe auch normal nicht mit den Bibern in den Kampf. Die sind wirklich nur da zum Farmen. Das Positive am Biber ist, da gehen wir jetzt mal gerade drauf ein, wenn wir schon dabei sind, ein Biber, da wiegt das Holz nur 50%, nur ein Fünftel, glaube ich, von dem, was es eigentlich wiegt, in seinem Inventar. Das ist natürlich top. Ihr könnt mit dem ziemlich viel Holz, der sammelt schnell Holz, ihr könnt mit dem ziemlich viel Holz tragen. Ich habe mit den zwei Bibern, hatte ich ungefähr 1600 Holz im Gepäck. Letztens. Kommt natürlich auch drauf an, ein bisschen wie es skillt. Ich gehe dann auch noch jetzt mittlerweile viel auf Gewicht bei denen, weil wie gesagt, ich möchte nicht, dass die in Kämpfe verwickelt werden oder sonst was, aber ein bisschen Ausdauer brauchen sie auch, dass sie auch länger laufen können. Aber normalerweise gehe ich bei denen wirklich viel auf Gewicht, damit sie eben so viel tragen können. Das zweite ist, wenn er einen Sattel für die Biber craftet, dann, sobald ihr den Sattel anlegt, ist der Biber wie eine Werkbank, eine mobile Werkbank. Ihr könnt quasi all eure Metallgegenstände, sofern ihr die Ressourcen habt, in der Biber-Tasche, im Biber-Inventar reparieren. Was ihr so ja nicht könnt, weil er eine Werkbank braucht. So, hier habe ich gedacht, komm, holst du noch einen. Dann machst du gerade drei. Und ja, ihr werdet sehen, ich kann es schon vorwegnehmen. Wir kriegen jetzt noch ein tiefrangigeres Weibchen, ein niederleveligeres. Und irgendwann entscheide ich mich dann auch, dass zwei Biber reichen, weil der Stress einfach zu groß ist und verzichte auf den höherrangigen. Weil, ja, hat auch nicht genug Narkomittel dafür. Also für drei Biber zu zählen hatte ich nicht genug Narkomittel dabei. Hab zwar genug, aber nicht dabei. Ja, und deswegen habe ich es dann eben einfach aufgegeben. Ja, lassen wir die Bilder sprechen und ich melde mich wieder mal gleich. Die wichtigsten Infos über die Biber habe ich euch eigentlich schon gesagt. Also für mich ein Muss. Für jeden Spieler, der ein bisschen auch bauen will oder sonst was. Holz braucht man immer. Ob man die Forge damit betreiben will oder den Grill. Gut, gibt auch Zinnpulver oder so. Kann man natürlich auch holen. Aber Holz gibt natürlich auch gleich Kohle. Und Kohle könnt ihr für Schießpulver benutzen. Deswegen brenne ich eigentlich weitestgehend mit Holz. Ja. So viel dazu. Deswegen, Biber ist ein Muss bei mir. Ein Biber, ein Dödikurus und ein Ankylo. Das sind die drei, die auf jeden Fall ein Muss sind. So, wir hören uns gleich wieder. So, dann melde ich mich hier jetzt nochmal kurz zu Wort. Ihr seht, ich bin fleißig am Farmen und da hat noch ein Akro-Biber mich angegriffen, den wir eben angeschossen haben, der verschwunden ist. Und dann seht ihr mal, was der jetzt macht. Also von Damage her macht er nicht viel, weil ich eine Flakrüstung anhabe. Aber, so, ich dachte jetzt schon, der hätte Schiss, weil ich die Pumpgun rausgeholt habe. Aber Pustekuchen.
Obwohl, der haut schon ab. Nee, doch, er dreht um und greift an. Da, zack. Ja, und guck mal, was der frisst. Und jetzt, zack, hat er einfach meine Rüstung kaputt gemacht. Ne? Und ja, dann kommt der Schaden schon. Da seht ihr mal, guck mal, wie viel Leben ich jetzt eingebüßt habe. Über die Hälfte. Und jetzt stellt euch vor, hier kommen zwei oder drei direkt auf euch zu. So schnell könnt ihr gar nicht mit der Pumpgun die killen. Mit den Dinosauriern geht's. Aber so im Nahkampf ist ein Biber echt manchmal... kann der richtig heikel sein. Der kann, ich glaube auch, ich bin mir aber nicht 100% sicher, dass die vermehrten Schaden gegen Rüstungen haben, weil ständig, wenn ein Biber mich angegriffen hat, ist ständig bisher meine Rüstung eigentlich kaputt gegangen oder schwer in Mitleidenschaft gezogen zumindest mal. Ja, so, dann lasse ich euch jetzt nochmal mit den Bildern alleine, denn und warten wir ab, das dauert ewig. Wie gesagt, wenn man keinen Kippel hat, dann dauert das abartig lang, bis so ein Biber gezähmt ist. Den hier geben wir, glaube ich, auf. Ich hätte brauchen gar nicht das ganze Narko reinzufüllen. Da habe ich mal im Nachhinein habe ich mal gedacht, oh no, das war so unnötig. Naja, ich wollte sie eigentlich alle drei mitholen. Okay, wie gesagt, ich lasse euch mit den Bildern allein. Ihr werdet noch sehen, ich werde noch nebenbei Narko-Bären farmen, damit wir sie kriegen. Und dann melde ich mich noch mal ganz kurz gegen Ende des Videos. To get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you. Thank you.
So, da habt ihr noch gesehen, wie man die Biberdämme, ja, was das für eine Action aufruft, wenn man die Biberdämme hier ja, plündert. Und da ist der erste fertig. Wir haben unseren Kastioides, unseren männlichen, fehlt jetzt nur noch der andere. Und den packen wir jetzt mal gleich Sachen rein und ja, ne, ihr könnt ja noch einmal sehen, so ein bisschen, was man hier auch schon so gesammelt hat. Kommt noch ein bisschen was dazu, weil ich jetzt auch noch weitere Dämme plündern, aber ihr habt ja gesehen, wie man das mit den Dämmen macht oder wie ich das gemacht habe. Und deswegen werde ich das jetzt nicht weiter zeigen nochmal. Ihr seht dann gleich noch einmal, was ich so rausgeholt habe. Und jetzt verstecken wir den so ein bisschen hier hinten dran und dann gehen wir noch kümmern uns um den zweiten Biber zusammen. Abschließend bleibt also noch mal einmal eine Zusammenfassung, was kann der Biber alles. Also ihr müsst aufpassen, wenn die Biber sind oft in Gruppen unterwegs, gerade hier auf Ragnarok, hier gibt es nämlich diese Biber-Spots, da sind ganz, ganz viele Biber. Wenn ihr ihren Damm angreift, dann kriegen sie den Aggro auf euch, also wenn ihr einfach nur den Damm öffnet, bevor ihr was rausholt sogar schon. Und ihr seht jetzt, da links habt ihr gesehen, wie viel Zement da drin war und alles, das ist krass. Und ein paar Siliziumperlen, also das lohnt sich schon. Bevor wir die Schnecke hatten, habe ich hier das ganze Zeug gesammelt. Ja, so, also die kriegen den Aggro auf euch und wenn ihr also auch zähmen wollt, müsst ihr auch aufpassen. Wenn ihr einen anschießt, sind alle im Umkreis, im näheren Umkreis sind geaggrot und greifen euch an. Ja, so, was kann der Biber noch? Er macht also guten Damage, macht eure Rüstung schnell kaputt, aber er farmt auch sehr gut Holz und das wiegt nur ein Fünftel in seinem Inventar vom eigentlichen Gewicht. Das macht ihn natürlich zu einem super Nutztier. Wenn ihr den Sattel drauf habt, dann könnt ihr ihn auch als mobile Werkbank benutzen, um eure Metallgegenstände zu reparieren. Was es auch noch zu sagen gibt, wenn er den auf Wandern stellt, dann sammelt er automatisch Holz. Das ist natürlich auch gut. Er kann vom Argentavis transportiert werden. Wenn ihr einen Quetzal habt, könnt ihr sogar fliegen. Und ein zweiter, der drauf sitzt, kann Holz im Fliegen zum Beispiel sammeln. Ich glaube, das kann er sogar, wenn ihr ihn auf Wandern stehen habt und mit dem Argentavis trägt, dann sammelt er sogar, glaube ich, im Vorbeifliegen Holz, wenn er über den Wald fliegt, automatisch. Das kann ich aber jetzt nicht beschwören, ich glaube, aber so war das. Und dann bleibt abschließend nur noch zu sagen, vielen Dank, jetzt haben wir wieder ein super tolles Nutztier. Das nächste kommt in der nächsten Folge an Kilo und dann gibt es auch wieder Fleischfresser. Die ganz großen und bösen Dinosaurier. Euer Spooky4F aus Ragnarok. Macht euch einen schönen Tag. Bye, bye. Once again, and I don't see